Wenn sie mustig zauber geht, geht's sehr schitt meias aus. Dort, wo's gute Kräutli hat, gibt's auch der beste Fass. Gibt's auch der beste Fass. Dort hört man der was Wie viel hast du jetzt da? 33 Grad. Das ist gut. Jetzt tue ich noch das Lab drin. Aha. Was ist das? Das ist? Das ist Kultur. Ich habe von 9 Dezi vorgeschüttet und jetzt tue ich noch Dezi weiter nachher. Und das tust du dann jetzt zusammen mit dem Lab? Ja, jetzt zusammen drin. Tut man das mischen? Ja. Wie machst du das Bremsen? Mit dem. Ah. Das ist, dass sie ruhig bleibt. Ja, das sind auch schon messen, wie viel Milch das drin ist. Wie viele Liter hast du jetzt da drin? Nur noch 340. Jetzt sind sie retour gegangen. Gegen Herbst haben wir da nicht mehr so viel. Ha ha ha!
gut, das kannst du gleich brühen. Serie abtöten. Vorher haben wir es mit Mittel gemacht. Jetzt mit dem heißen Wasser. Jetzt mit dem heißen Wasser tun wir einfach die restlichen Bakterien abtöten. Schalten schon schön. Ich koche jetzt was. Jetzt überlegen tut man, dass die oberste Schicht ist ein bisschen kälter. Ja. Dass die nicht mehr zu oberste ist, dass die auf einmal ein bisschen die Wärme kommt. Und ich schaue zugleich auch noch schauen, ob er schon lassen geht. Dass es so Risse gibt. So ist eigentlich der gute Zeitpunkt für rein, für das Verholen. Hunger einfach lüpfen, da ein ab und schauen, wie ihr lässt. So, wenn ihr so schön lässt, wenn ihr so schön verweist, ist eigentlich der Zeitpunkt gut für das Verholen. Wichtig ist, dass man nicht gleich tut, den rumgoffern da. Sonst geht es stur. Das heisst einfach ganz kleine Käsekörner. Wenn es zu Kässe ist, dann kann man ja in den Rand raus kann man nicht verholen. Mit der Harfe. Und ganz am Boden verholt sie auch nicht. Ja. Auch hier ist einfach auch wichtig, um langsam. Dann tue ich das hier mit der Kelle so ein bisschen proppen holen. Überländer sage ich in diesem Schluck. Aha. Der jeder Kiel hat doch keinen Schluck von Nidl gegeben früher. Ah ja. Also jetzt wird er ziemlich fein, oder? Wie lang? Jetzt muss ich einfach rühren, bis er etwa Weizenkorngrösse hat. Das ist auch hier wichtig, dass man mit einem bösen Zeug stochert. Gleich muss man eine gewisse Geschwindigkeit einhalten, sonst bringt man die Masse gar nicht in Schwung. Das habe ich erst zum Mittag gemacht, hat jetzt 20 Stunden abgetropft. Sicher ist jetzt andere Milcheiweiss. Milch ist Zweiweiss, Casein und Albumin. Casein kommt eben beim Käse raus und das Albumin tut raus mit dem Zucker raus. Hast du jetzt gestern Abend hast du gemacht? Ist er gut? Ja, der ist gut. Das sind Gieskäsli? Das sind Gieskäsli von gestern, ja.
Ich habe mir jetzt auch ein paar gleich mit den Bergkäse. Was habt ihr? Datum. Datum. 1.6. Das ist jetzt der von gestern. Das ist jetzt auch das von gestern aus. Kannst du aufdrücken? Ich habe mal eine Ampfel Salz drauf. Weil der Käse nimmt ja auch gegen Salz auf. Also wird das Salzbad schwächer. Und dann, wenn man alle mal, wenn man einfach etwas macht mit dem Käse im Salzbad, tut man wieder eine Ampfel Salz auf den Käse. Dann wird die voll ins Wasser. Ich muss schauen, dass nicht zu dick ist, das Salz. Einfach nicht nur so auf den Käse fallen, sondern ein bisschen verreiben, ein bisschen vermischen mit Wasser. Sonst frisst das gerade Löcher rein. Das ist der Gießkäse. Das ist Jetzt hat er 52 Grad abgenommen. Zu ausrühren weiss ich jetzt noch nicht. Der von gestern ist in Ordnung. Quittieren, FO, das Wetter ist bewölkt. Die Ausrührzeit weiss ich jetzt noch nicht. Kultur macht nicht Marianne, das muss sie aufschreiben.
Jetzt ist er noch fest, das merkt man schon beim Zusammendrücken. Trockener ist er. Das ist ein gutes Zeichen, wenn er länger schon trockener wird. Wenn wir schauen, ob er besser lässt. Siehst du, geht die Ringer auseinander. Rücken tut er gut. Kostet er schon gut. Jetzt probieren wir noch etwas zu reiben. Was? Geht jetzt so gut auseinander mit den einzelnen Käsekörnern. Jetzt ist es wirklich gut, um rauszunehmen. Es hat das Skript bei dir, also ganz schlimm, also richtig knallrot und auch nicht mehr durch. Wir haben jetzt eine Woche auf. Ja, aber welches Nummer? Ist das Nummer? Wenn es 75 ist, ist das, wo wir von 4% und 60 ist ganz sicher nicht. Und noch 1%? Wenn es dann 20, 50 ist. Schwarz oder? Alles ist was auch? Ja, alle Kosten? Käse putzt mit. Ja. Aber auch wenn das Kopf putzt mit. Ich habe noch ein bisschen anschreiben.
zweiten Kehre tue ich die Nummer drauf. Oder das Datum, das sind Kaseinzahlungen. Die sind irgendwie aus dem gleichen Material wie der Käse. Wenn man beim zweiten Kehre drauf tut, dann verschmelzt sie die schön mit der Käsemasse. Es gibt keinen Absatz und nichts. Keinen Spelt und nichts. Dann bleiben die einfach so drauf. Wenn man sie später drauf tut, erst beim dritten Kehre oder beim vierten Kehre, ist es gefährlich, dass sie dann abkommen. Ausrichten, gegen oben an, dass es auch gerade so rum
Thank you.
ist nichts. Schau mal oben.